So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich bin zurück mit Plants vs. Zombies Battle for Neighborville. Und ihr seht schon, der neue Patch ist live, Lawn of Doom ist gestartet und es gibt einige neue Infos zum Spiel und ich werde euch die im Detail dann auch sagen. Ihr seht schon, hier ist alles dunkel, ne? Es scheint der Mond. Lawn of Doom ist das neue saisonale Event, also es gibt immer so Seasons. Und da werden verschiedene Events dann gestartet und da wird sich immer das Stadtzentrum, der Hinterhof und so weiter wird sich dann verändern. Und es gibt einiges Neues zu finden im Spiel. Zum einen gibt es ja, wie ich euch vorhin schon gesagt habe, die neue Region, Herausforderungen und Rasender Verdammnis-Festival läuft jetzt. Des Weiteren könnt ihr eure Herausforderungen hier sehen. Im Hauptmenü könnt ihr einfach sehen, welche ihr habt. Zum Beispiel gewinne ein Spiel in der aktuellen Playlist oder. Dann könnt ihr hier die Tagesherausforderung sehen. Ihr könnt immer eine Tagesherausforderung neu auslosen, alle 24 Stunden. Das heißt, wenn euch eine dieser Herausforderungen nicht gefällt, könnt ihr eine neue auslosen und dann habt ihr eine andere Herausforderung, die euch eventuell mehr liegt. Und deswegen könnt ihr hier welche wieder rausnehmen. Und hier könnt ihr zum Beispiel Geld gewinnen. Bei den anderen Herausforderungen könnt ihr dann solche Rubine gewinnen oder solche, ja, wie sagt man dazu, Kristalle. Und die Kristalle könnt ihr dann bei den Events verwenden. Hier gibt es jetzt dann noch Charakterherausforderungen. Da kann man sich dann Charakterherausforderungen holen. Und wenn man alle schafft, also alle Charakterherausforderungen, sieht man unten, ne? Also Charakterherausforderungen und Belohnungen stehen nur bis zur aktuellen Preiskarte zur Verfügung. Das heißt, wenn ihr hier 100% Charakterabschluss schafft, dann kriegt ihr eine Belohnung und es gibt 20, die man machen kann. Ja, man hat jetzt hier Herausforderungsschlüssel, also den nächsten Charakterschlüssel gibt es in einer Woche, 2 Tage, 3 Stunden und hier könnt ihr jetzt einen Herausforderungsschlüssel freischalten. Das heißt, wir können jetzt hier zum Beispiel die Erbse machen und damit schalte ich jetzt die Charakterherausforderung frei für die Erbse. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann sehe ich, was ich dafür tun muss. Also hier zum Beispiel Erbsen-Heldschaden. Da muss man einfach mit der Erbse Schaden machen. Dann verdiene XP mit der Erbse. Dann lande Direkttreffer mit dem Erbsenwerfer. Dann Chilibohnen-Heldenabschuss und mähe die Horde nieder, also die Gegner töten. Und wenn man die alle macht, kriegt man immer hier diese Challenges. Und die kann ich jetzt, dafür habe ich jetzt 4 Wochen Zeit. Und wenn ich alle mache, dann kriege ich nochmal 5 extra. Und ich kann insgesamt 50 sammeln. Und ich kann jetzt hier auch die Herausforderung nachverfolgen. Das heißt, wenn ich hier jetzt verfolgen möchte, kann ich X drücken und dann sehe ich die, was ich dafür tun muss. Und das wird mir eingeblendet. Und wie gesagt, das könnt ihr persönlich dann immer, wenn ihr einen Charakterschlüssel habt, könnt ihr dann diese Challenges freischalten. Ich denke mal, die beiden hier werden 10 ergeben, die beiden hier auch 10 und dann hat man 20 und dann kriegt man das Kolben, die Kolbenscheuche zum Freischalten. Und genauso ist es hier mit den zeitlichen und ihr seht ja immer, wie lange die auch dauern. Ja, das zu den Herausforderungen. Dann gibt es natürlich hier, ja, der Patch ist live gegangen. Ich werde euch unten in der Videobeschreibung den Patch nochmal verlinken. Der ist dort dann und da könnt ihr nochmal alle Details nachlesen. Ja, nicht nur, dass sich hier das Ganze hier verändert hat, sondern auch, ja, es ist jetzt Lawn of Doom gestartet. Es hat sich nicht nur die Pflanzenseite verändert, sondern auch die Zombie-Seite. Ich finde das einfach nur verdammt grandios, was sie hier machen. Ja, das ist noch viel, viel besser, als sie das in GW2 gemacht haben und das sieht einfach so toll aus, ne? Also die haben sich hier richtig viel Gedanken gemacht, was man hier machen kann und wie man das machen sollte und deswegen finde ich das richtig, richtig toll, wie sie das alles hier verändert haben. Also überall hier diese Laternen und die ganzen Kürbisse und alles, also das sieht fantastisch aus. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das Spiel wird einfach mit jedem Update besser und mit jeder Woche besser. Ja, Rooks wird, denke ich, auch wieder Belohnungen haben, die man dann abholen kann im Laufe der Zeit. Das wird sicher noch nach und nach dann eingeführt. Und klar, Rewardotron ist auch noch da. Dazu kann man sich ja wie immer mit Coins wieder seine Dinger holen. Und im
Portal ist es dann so, dass es da auch immer verschiedene Modi gibt, ne? Das wisst ihr ja schon. Es gibt hier wieder die verschiedenen, ja, wöchentlichen Modi. Und Garten- und Friedhofskommando natürlich, Zufall bestätigt. Das ist jetzt dieser neue Modus, wo man bei Abschuss bestätigt jedes Mal, wenn man erledigt wird, als zufälliger Charakter spawnt. Dann gibt es Revierübernahme, Teamsieg, gemischter Modi, Garten- und Friedhofskommando natürlich, die Verstärkung, das ist auch nochmal so ein extra Modus und Kampfarena. Die Kampfarena ist ein Competitive-Modus und den werde ich euch dann nochmal genauer erklären. Ihr seht ja hier unten, da steht mehreren 4 versus 4 PvP-Eliminationsrunden. Auf die Probe jede Runde werden Charakter gesperrt, also wählt mit Bedacht. Also das ist so dieser, ja, dieser E-Sport-Modus von dem Spiel. Und wenn ihr eine Challenge machen wollt für die Charaktere, dann müsst ihr dann diesen Modus hier spielen. Oder besser gesagt, für die tägliche Challenge müsst ihr dann den zufällig bestätigt Modus spielen. Und ja, das zu den Modi, die jetzt dabei sind. Und dann haben wir hier natürlich das Wichtigste für die Season, den Party-Mannequin. Und ja, der wird euch die Preiskarte zeigen. Das ist sozusagen der Battle Pass, der for free ist im Spiel. Und ich werde, denke ich mal, auch noch mal ein extra Video zu dem machen. Und ja, hier gibt es die Preiskarte. Und ja, hier wird gezeigt, was man alles freischalten kann in der Season. Und ihr seht schon, er sagt hier, in keiner anderen Realität gibt es Preiskarten randvoll mit wilden Preisen. Also er sagt, er hat die besten. Und schon vor der Erstehung der Sternekönig Zwergos Partys geplant. Ich weiß also, was ich tue. Und hier seht ihr dann, ist der Preisstand. Hier wird es nochmal erklärt. Preistafel ändert sich monatlich. Schalte Belohnung mit Preiskugeln frei. Erhalte Preiskugeln durch XP und abgeschlossene Herausforderungen. Ja, und jetzt seht ihr es hier. Hier gibt es dann die, ja, die sozusagen der Battle Pass, der kostenlos ist. Der geht jetzt 4 Wochen, 2 Tage, 22 Stunden. Das ist der Rasenverdammnis-Preiskarte. Und ihr seht schon, wenn ihr dort alle Belohnungen schafft, also wenn ihr alle 42 Belohnungen schafft, bekommt ihr den Super Mistkäfer, also das legendäre Super Brains Kostüm. Und dafür habt ihr eben diese Zeit, die da oben steht, um das zu erledigen. Und jetzt seht ihr hier schon, ihr könnt dann hier starten, ne? Also hier startet man dann. Und dann seht ihr, wenn man dann weiterkommt, kriegt man natürlich verschiedene Belohnungen, die Siegesslaps und so weiter. Und man muss immer genügend von diesen Preiskugeln haben, um dann hier die freizuschalten. Also um hier dann die Punkte freizuschalten. Hier braucht man zum Beispiel dann 5. Und ich denke mal, das wird eine Geste sein. Und dann, wenn man auf die, oder? Ich denke mal, ja, nee, doch, doch, das ist eine Geste, genau, die kann man sich dann hier auch anschauen. Und das hier ist dann genau den Gegenstand, kann man sich auch anschauen. Das sind dann die Boxhandschuhe. Und dann kann man auf die nächste Seite gehen. Und hier ist es dann so, da hat man dann eine Sprechblase, wo man wieder was sagen kann. Und hier ist es dann immer so, ihr könnt dann den Weg wählen, den ihr gehen wollt, ne? Also ihr könnt dann sagen, ich möchte hier nach unten, ich möchte das freischalten. Oder ihr geht dann hier nach oben, um diesen Weg zu gehen und um das freizuschalten. Und das könnt ihr dann selber entscheiden, wie ihr das machen wollt. Und ich hoffe mal oder ich denke mal, dass man auch zurück kann und dann den anderen Weg gehen kann. Also es kann klar sein, dass wenn man jetzt nur einen Weg wählt, aber normalerweise muss man ja alle Challenges schaffen. Das heißt, eigentlich müsste man zurückgehen können. Und hier gibt es dann auch für das Event wieder eine, ja, schöne Belohnung. Und dann hier geht es eben weiter und dann gibt man wieder ein Emote und die ganzen, ne, die ganzen Emojis und so weiter, die Coins und wieder verschiedene, ja, Sachen, die man hier sieht. Ne. Ihr seht ja, das läuft ab wie jeder andere Battle Pass eben. Und dann seht ihr hier oben ist dann nochmal, ne, warte, wenn ich hier hochgehe, genau, hier oben seht ihr dann noch die ganzen anderen Belohnungen. Hier, rasende Verdammnis, geht es dann hier weiter. Ne, Schnapper und ey, ich finde das eh, das sieht richtig cool aus, was man hier alles sieht. Und da gibt es dann die weiteren Belohnungen hier. Und das geht halt dann so weiter, ne, bis man dann am Ende angekommen ist. Und ihr seht, es gibt hier wirklich verschiedene Wege, die man gehen kann. Man kann dann immer wieder die Wege ändern, die man geht. Und dann geht es hier weiter, ne, wieder eine Siegestafel.
oder halt Abschlusstafel. Und dann seht ihr hier, was ist das da oben? Ich weiß gar nicht, wie komme ich jetzt da hoch? Ich gehe da rüber, dann gehe ich da hoch, genau. Dann bin ich jetzt in der oberen Reihe, weil hier gibt es nochmal eine mystische Minotaurus, eine legendäre Anpassung. Und das wird wahrscheinlich richtig cool sein, wenn man dann Abschuss macht. Und dann ist die letzte Belohnung, da muss ich jetzt hier wieder zurück. Ne, oder hier. Und dann darunter. So, und die letzte Belohnung ist dann hier Insecto Brains. Und der sieht natürlich auch richtig cool aus. Und ja, wer diese Belohnung freischaltet, das ist wie bei Fortnite oder wie bei anderen Spielen, der wird dann hier dieses Kostüm haben und nur mit dem Kostüm rumlaufen können. Das heißt, die anderen Leute werden das nicht können. Und deswegen ist es klar gut, wenn man das dann versucht zu schaffen. Ja, und das ist eben der ganze Battle Pass, der kostenlos ist. Man muss hier kein Geld ausgeben oder sonst irgendwas. Man kann ganz einfach hier, ja, sich das freischalten, den Weg wählen, den man möchte. Und dann, wenn man alles schafft, seht ihr ja hier, ne, wenn man alle Belohnungen freischaltet, dann kriegt man sogar noch ein spezielles Kostüm. Also nochmal ein extra Kostüm, wenn man wirklich alles schafft. Und da hat man ordentlich was zu tun. Und ich freue mich da auch drauf. Ich bin wirklich happy damit. Ich finde es super und es ist ein weiterer Weg, wie man das Spiel noch mehr spielen kann. Das Spiel hat jetzt noch mehr Umfang, als es eh schon hatte. Und ja, es gibt ja jetzt auch noch die neue Zombie-Region, ne? Also ich werde nochmal über die Preiskarte, werde ich nochmal, denke ich, ein extra Video machen. Und ja, es gibt ja jetzt auch immer noch, oder besser gesagt, es gibt jetzt auch die Zombie-Region, ne? Also man kann jetzt auch ins Stadtzentrum gehen als Zombie und kann dort dann auch nochmal für Unruhe stiften. Ihr seht jetzt hier im Zombie-Bereich gibt es klar auch diese Anpassung, ne, mit dem ganzen, ja, Lawn of Doom Designs und so weiter. Also auch hier ist es wieder ordentlich angepasst worden. Und ihr könnt hier jetzt ins Stadtzentrum, ne? Hier ist dann die Möglichkeit, im Stadtzentrum zu gehen als Zombie. Und auch das, denke ich mal, wird richtig, richtig cool sein, dass man dann dorthin gehen kann und dann dort die ganzen Missionen machen kann. Dann hat man jetzt wirklich richtig viele Gebiete und das auch noch. Also ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll mit dem Spielen, aber ich werde da, denke ich, richtig viel Zeit rein, ja, also investieren. Ihr habt dann noch, hier gibt es dann wie immer die Siegestafeln, das wisst ihr ja schon. Ich habe jetzt hier eine neue freigeschaltet, die werde ich gleich mal ausrüsten, denn die gefällt mir wirklich sehr gut. Da gibt es ja immer, wenn man die ganzen Zwerge Belohnungen schafft, dann gibt es ja hier immer diese Dinger. Aber ich weiß gar nicht, warum habe ich nur auf einer Seite dieses Teil bekommen. Ach, auf der anderen Seite ist dann er wahrscheinlich. Ja, sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Und hier gibt es auch noch, ich habe noch mal welche freigeschaltet. Ach, hier unten, genau. Da gibt es auch noch die anderen beiden. Ja, und die sind auch richtig cool, finde ich auch Hammer, was sie da gemacht haben. Und die könnt ihr euch wie immer da anschauen. Und ansonsten, ja, die Patch Notes sind unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr noch mal nachlesen, was dort alles neu ist. Das Stadtzentrum der Zombies werde ich dann noch mal in ein extra Video zeigen. Also wir können da mal kurz reinfliegen. Wir können es uns mal kurz anschauen. Es ist halt wie das Stadtzentrum der Pflanzen, nur dass die Zombies dort dann jetzt sind. Und bereitet sich eine Untotenseuche aus? Was machst du noch hier? Alle gesunden Zombies gehen dahin, um sich testen zu lassen und um zu helfen. Los! Dieser Ambus-Bus bringt dich zum. Dieser Ambus. Nee, Ambu-Bus bringt dich zu Dr. Echter Doktor. Er arbeitet nach Heilung. Okay. Pier der Angst. Zugangspunkt für Reisen zum Pier der Angst im Stadtzentrum hier. Okay. Oh, hier gibt es ja wieder richtig coole Belohnungen. Können wir uns gleich mal anschauen. Boom! Das sieht ja mal richtig krass aus. Großer Knaller-Set. Dann hier, was haben wir hier für die Z-Glitcher Ranger. Ne, Glitzer Ranger Set, genau. Das sieht ja auch Hammer aus. Also da gibt es wieder richtig coole Kostüme. Hier dann Müll Ranger Set. Sieht auch wieder richtig cool aus. Und hier das letzte ist dann ein Wicht Taxi Express. Okay, da hat man dann ein Taxi-Wicht und ja, Mech. Richtig, richtig cool. Und ihr seht schon, dort werden die Ressourcen geteilt. Also dort gibt es die gleichen Ressourcen wie in der Stadt der Pflanzen. Also auch wieder Tacos. Und einige der Medaillen und so weiter werden dann auch geteilt. Also man muss nicht mehr alles holen, außer die Challenges machen. Die Zwerge muss man sich nicht mehr holen. Die Kisten, klar, gibt es neu. Und die Herausforderungen und die sieben
Goldkisten und die separaten Kisten, aber sonst alles andere ist gleich. Ja, wir können jetzt mal kurz reinfliegen und ich werde, wie gesagt, nochmal in einem extra Video dann auf das Zombie-Stadtzentrum und Pflanzenstadtzentrum eingehen. Ich werde nochmal ein extra Video dann über den Battle Pass machen und euch dann nochmal genauer erklären, wie das funktioniert. Aber in dem Video habe ich jetzt so ziemlich alles erklärt. Ihr seht auch, im Pier der Angst im Stadtzentrum bei den Zombies ist es auch Nacht. Und das ist einfach, weil das eben die Zombie-Seite ist, damit das ein bisschen anderes Flair hat, haben die das hier bei Nacht gemacht. Und ja, das finde ich auch richtig cool. Und sieht definitiv ziemlich nice aus. Das haben sie auch im Livestream. PopCap macht ja jede Woche am Donnerstag einen Livestream. Und dort zeigen sie dann immer die Inhalte, die dann neu reinkommen ins Spiel. Und klar, was die Balance angeht, sind sie nicht am Ende. Sie werden weiter dran arbeiten an der Balance und es weiter verbessern. Ja, wir müssen jetzt mit dem echten Doktor sprechen und dann können wir die neuen Missionen starten. Und ich finde wirklich, bei Nacht sieht das Spiel ja nochmal richtig krass aus auch, ne? Also, die Grafik ist sowieso cool, aber Nacht sieht das Ganze nochmal, ich weiß nicht, fast schon besser nochmal aus. Ich weiß nicht, also es sieht halt echt cool aus und ja. Das Stadtzentrum könnt ihr jetzt auch spielen mit den Zombies. Ihr seht es hier, die Kisten sind schon eingezeichnet, weil man die klar auch schon ja, freigeschalten hat, glaube ich. Und dann kann man sich die nochmal zusammensuchen. Und ansonsten, klar, der Fortschritt hier, ne, ist nur bei 31%. Es gibt auch hier wieder eine Story, die man spielen kann. Und deswegen könnt ihr da weiter wieder viel Zeit investieren und die ganzen Medaillen machen und so weiter, damit ihr wieder 50 habt. Also viel, viel zu tun, viel zu machen und viele neue Dinge, die man hier machen kann. Ja, das ist dann ziemlich alles, was ich euch dazu sagen kann. Das waren jetzt einige Infos und genügend Zeit für ein Video. Und alle weiteren Details könnt ihr unten in der Videobeschreibung nachlesen oder dann, wenn ich die extra Videos dazu mache. Ich kann euch nur ganz viel Spaß jetzt mit dem Spiel wünschen, mit den neuen Inhalten. Und ja, ich finde das Spiel genial. Es wird immer besser und bin gespannt, was dann alles noch kommen wird, denn bis jetzt ist es schon um Längen besser wie Garden Warfare 2. Ja, ich danke euch dann bis hierhin fürs Zuschauen und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis bald, euer Monster.